Die Science Cops. Ja? Am Ende geht's halt darum, wer recht hat. Ja, natürlich können sich alle Menschen irren, aber wenn ich ehrlich bin, dann irre ich mich halt so gut wie nie. Hörst du den Podcast überhaupt? Ich glaube, es wird Zeit für eine neue Strategie. Oh Jungs, wenn es so weitergeht, kriegen wir richtig, richtig Ärger. Den Leuten wird eingeredet, dass Windräder sie krank machen. Und nur deswegen werden sie krank. Ganz schön steile These. Gab deswegen auch massive Kritik an der Folge. Hier. Es ist ein Skandal, die Schallbetroffenen unter Generalverdacht der Einbildungskrankheit Nocebo-Effekt zu stellen. Solche Beschwerden nehmen wir sehr, sehr ernst. Also erklär mir mal bitte, wie ihr auf solchen Entschluss gekommen seid. Erzählt mir mal von euren Ermittlungen. Die Menschen vor unwissenschaftlichem Unfug zu schützen, ist Aufgabe der Quarks Science Cops. Das sind ihre Fälle. Sein, Ralf, es ist vorbei. Tja, da hast du recht. Aber man soll das Menü nicht vor dem Nachtisch loben. Ja, das war mir wie immer eine Freude. Warum gewinnt der Mann immer? Hallo, hier sind die Science Cops. Sie sprechen mit Oberkommissar Dökel. Und Überkommissar Focke. Hallo, liebe Science Cops. Wir haben einen Fall für euch. Die wollen uns hier so Windräder hinstellen. Uns hat keiner gefragt, ob das... Wir haben uns informiert und sind dabei auf eine Website namens vernunftkraft.de gestoßen. Und da steht, dass der Infraschall, was auch immer das ist... Infraschall, das sind Schallwellen von sehr niedriger Frequenz, also 20 Hertz oder weniger. Entsteht zum Beispiel, wenn diese Rotorblätter von den Windrädern am Mast vorbeirauschen. Ist aber für den Menschen nur wahrnehmbar, wenn es sehr, sehr laut ist. Ja, genau. Und dieser Infraschall, der soll sehr gefährlich sein. Ja. Sieht auf den ersten Blick doch alles recht plausibel aus. Und ihr behauptet, das ist alles Quatsch oder was? Ja, klar. War euch eigentlich bewusst, was das Thema für eine Sprengkraft hat? Ach, Andy. Ich hab da was für dich. Es ist noch nicht ganz fertig, aber ich denke... Es wird dir trotzdem gefallen. Ja, denn du fragst dich sicherlich schon die ganze Zeit, wer oder was ist eigentlich Vernunftkraft? Vernunftkraft bezeichnet sich selbst als Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik. Und Windräder sind in ihren Augen ebenso gar nicht vernünftig. Stattdessen solle man lieber weiter auf Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke setzen. Ja, ausgezeichnet. So, Vernunftkraft kämpft deswegen gegen das erneuerbare Energiengesetz, gegen die Energiewende und ist halt häufig dabei, wenn irgendwo in Deutschland gegen ein neues Windrad protestiert oder geklagt wird. Denn ja, Vernunftkraft sieht sich als so eine Art Dachverband aller Gruppen in Deutschland, die gegen Windräder kämpfen. Ja? Laut eigenen Angaben sind über 900 Bürgerinitiativen irgendwie daran beteiligt. Und die werden von Vernunftkraft versorgt. Ja? Mit Postern, mit Videos, mit Vorträgen, mit Dossiers, mit Flyern, mit rechtlichem Beistand. All sowas. So, und pikanterweise pflegt Vernunftkraft gute Beziehungen zur Klimawandelleugnerorganisation EIKE. Was eigentlich gar kein Wunder ist, denn auch unter den Mitgliedern und Unterstützern von Vernunftkraft findet sich der ein oder andere sehr prominente Leugner des menschengemachten Klimawandels. Auf der Website von Vernunftkraft findet sich eine Vielzahl von Argumenten gegen Windräder. Ausführlich werden da auch die angeblich negativen Folgen von Infraschall angesprochen. Ja? Infraschall, das ist so ein unhörbarer, tieffrequenter Schall, der Menschen angeblich richtig krank machen soll. Und laut der Website ist das alles wissenschaftlich total gut belegt. Ja, man müsste einfach nur mal ohne Vorurteile auf die Fakten gucken, dann würde man das auf jeden Fall sehen. Und das haben wir dann mal gemacht. Wir haben ohne Vorurteile einfach mal so auf die Fakten geguckt.
Nach 5 bis 10 Minuten merke ich, dass mir schwindelig wird, dass der Herzrasen beginnt, dass der Tinnitus setzt wieder massiv ein. 1 bis 2 Stunden kann ich hier noch arbeiten, dann ist man aufgewühlt innerlich und man wird wirr im Kopf. Mich macht Windkraft krank. Das ist echt übel, oder? Mhm. Es gibt ja einige, die das so berichten dann. Ja, und die sagen alle, dass das am Infraschall liegt. Genauso wie es auch Vernunftkraft.de behauptet. Als erstes haben wir geschaut, ob Infraschall wirklich krank machen kann. Und ja, tatsächlich gibt es da verschiedene Untersuchungen, die genau das gezeigt haben. Bei Tieren und Menschen hat man durchaus Effekte auf das Herz-Kreislauf-System beobachtet. Also Ermüdung, Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Abnahme der Atemfrequenz und Beeinträchtigung des Schlafs. Ah, also hat Vernunftkraft doch recht. Nee, Moment. In diesen Studien, die bewiesen haben, dass Infraschall schädlich ist, ging es immer nur um Infraschall, der auch hörbar war, also wirklich laut. Zur Lautstärke des Infraschalls von Windrädern gibt es weltweit Untersuchungen. In Deutschland hat die Landesanstalt für Naturschutz Baden-Württemberg nachgemessen. Direkt unter dem Windrad hört man zwar das Windrad, aber der Infraschall bleibt selbst dort unter der Hörschwelle. Gut, damit ist aber noch nicht bewiesen, dass leiser Infraschall automatisch unschädlich ist. Was waren eure nächsten Schritte? Naja, du weißt ja, es ist einfacher zu beweisen, dass etwas existiert, als zu beweisen, dass etwas nicht existiert. Um zu beweisen, dass ein Löwe im Schwimmbad ist, musst du nur den Löwen finden. Um zu beweisen, dass er nicht da ist, musst du das ganze Schwimmbad absuchen. Ein Löwe im Schwimmbad. Ja, oder ein Dackel. Ja, wir mussten ja beweisen, dass da nichts ist. Also haben wir den Dackel gesucht. Ja, wir haben halt recherchiert. Infraschall. Wie viel Herz hat das nochmal? Vielleicht kannst du das nochmal durchgehen. Ich habe nichts gefunden an Rennen. Ja. Kannst du nicht gebrauchen, die Studie. Ja, Focker, hallo. Ich rufe nochmal an wegen dieser Infraschall-Studie, die Sie in Auftrag gegeben haben. Ah, jetzt. Ja, ich habe einfach mal geguckt, welche Quellen Vernunftkraft.de selbst hat. Denn die berufen sich da auf eine Untersuchung, in der 3 Ehepaare aus Australien angeblich spüren konnten, ob Windkrafträder in der Nähe eingeschaltet waren oder nicht. Der Autor selbst wollte das aber gar nicht als Studie verstanden wissen. Und auch die Methodik war höchst fragwürdig. Denn die Ehepaare, die waren nicht zufällig ausgesucht, sondern explizite Windkraftgegner. Und sie haben ein Tagebuch über ihre Beschwerden geführt. Und diese Tagebucheinträge korrelierten dann mit der Aktivität der Windräder. Angeblich wussten die Teilnehmer nicht, ob die Windräder an- oder ausfahren. Aber keiner kann versichern, ob sie nicht einfach doch nachgeguckt haben. Darum kann man diese Studie völlig vergessen. Wir haben aber noch weiter gesucht und Studien aus Deutschland und Finnland gefunden. Und die zeigen eigentlich, dass Menschen nicht erkennen können, ob eine nicht hörbare Infraschallquelle ein- oder ausgeschaltet ist. Und damit hatte sich die Sache für uns dann auch erledigt. Vernunftkraft.de behauptet, unhörbarer Infraschall von Windrädern könne krank machen. Jetzt muss man wissen, für den Menschen ist Infraschall überhaupt erst wahrnehmbar ab einer Lautstärke von 70 Dezibel. Das gilt bei 20 Hertz, das heißt, wenn die Frequenz niedriger ist, muss der Schall sogar noch lauter sein. So, in einer Entfernung von 900 Metern hat der Infraschall von Windrädern aber nur 40 Dezibel. Und selbst bei 200 Metern Entfernung sind es immer noch nur 55 Dezibel. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Windrad an, aber beides deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Übrigens hat der Infraschall von Meeresrauschen sogar 75 Dezibel. Und hier in einem fahrenden Auto sind sogar 100 Dezibel, also beides deutlich lauter. Das heißt, in einiger Entfernung von einem Windrad geht der Infraschall eigentlich im Grundrauschen unter. Es gibt zwar noch nicht so richtig viele Untersuchungen, aber es ist eben auch noch niemandem gelungen, nachzuweisen, dass Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle irgendwie schädlich wäre. Sonst wäre das ja auch schädlich, wenn du am Meer lebst, zum Beispiel. Was Max da erzählt hat, haben wir dann natürlich noch weiter überprüft. Aus Dänemark gibt es ein paar epidemiologische Studien, die festgestellt haben, dass es bei Menschen, die in der Nähe von Windkraft leben, eben nicht mehr Fälle von Bluthochdruck oder Herzinfarkten gegeben hat. So eindeutig, wie Vernunftkraft.de das darstellt, ist es definitiv nicht. Die Tendenz geht eher in die andere Richtung. Und dann war die fertig, oder was? Nee, leider eben nicht. Das ist alles? Naja, so sieht die Studienlage halt aus. Also, Infraschall von Windrädern ist nicht gefährlich, erst recht nicht, wenn die im nötigen Abstand gebaut sind. Das ist alles schön und gut in der Theorie.
Manche Menschen haben echte Probleme, sobald Windräder in der Nähe stehen. Und solange wir dafür keine Erklärung haben, wollen wir die Dinger bei uns nicht. Tja. Wir schauen uns das auf jeden Fall nochmal an. Wissenschaft. Oh, Ralf, was hast du uns da wieder Leckeres mitgebracht? Ja, du musst nur... Klasse, genau. Mister, wir schauen uns das nochmal an. Und jetzt? Symptome und Ursache. Ne? Was ist das Problem? Ich musste mal jemandem versprechen, nicht mehr mit Glutamat zu würzen, weil er davon Kopfschmerzen bekommen hat. Die gingen dann auch weg. Dabei habe ich niemals mit Glutamat gewürzt. Nocebo. Das ist ein psychologischer Effekt und sozusagen das Gegenstück zum Placebo-Effekt. Pass auf, die Leute haben echte Symptome, obwohl das, von dem sie denken, dass es sie krank machen würde, gar nicht krank machen kann. Ja? Dazu gab es mal jede Menge spannende Experimente in den 80ern. Zum Beispiel hat man bei einem den Leuten gesagt, dass sie jetzt Strom durch den Kopf geleitet bekommen würden und dass es denen dann Kopfschmerzen machen würde. Allerdings gab es gar keinen Strom und trotzdem haben nachher 2/3 der Leute gesagt, dass sie Kopfschmerzen hätten. Na gut. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, ob das bei Windkraft auch so ist. Wollen wir wetten? Mhm. Also S, Klammer auf, X von T gleich S mal Sinus von, Klammer auf, Kx plus minus WT, Klammer zu. So. Ach so. Nee, das ist vom ICE. Das ist der Wetter? Ja. Ja. Guck mal. Das ist doch nix. Hier, guck mal, was ich gefunden habe. Studie von 2014 aus Auckland. Guten Morgen. Die haben untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen negativen Erwartungen in Bezug auf Infraschall und dem Auftauchen von Symptomen. Guck mal rein. Und zwar gab es in der Studie 2 Gruppen gesunder Erwachsener. Die eine Gruppe hat ein Video gezeigt bekommen mit möglichen Gesundheitsfolgen zu Infraschall. So, und die andere Gruppe hat ein gleich langes Video gezeigt bekommen mit mehr oder weniger den gegenteiligen Aussagen. Also, dass Infraschall völlig harmlos sei. So, und dann mussten alle Teilnehmer 2-mal in einen Raum für jeweils 10 Minuten. Und ihnen wurde dann gesagt, dass sie jetzt unhörbaren Infraschall ausgesetzt werden. So, bei der ersten Session gab es diesen Infraschall tatsächlich, bei der zweiten aber nicht. Ja? Also da waren die Lautsprecher einfach aus. Die Leute dachten also nur, dass sie da dem Infraschall ausgesetzt wären. Und im Nachhinein klagte die Gruppe, die vorher diese negativen Informationen über Infraschall bekommen hatte, über mehr und über heftigere Symptome als die anderen. So, und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ganz unabhängig davon, ob sie tatsächlich Infraschall ausgesetzt waren oder nicht. So, und daher folgert das Forscherteam, die negativen Erwartungen an den Infraschall und nicht der Infraschall selbst könnte die Ursache für die Symptome sein. Das ist es. Ja, das kommt noch besser. Die Forscher haben nämlich noch eine Studie gemacht. Diesmal haben sie gezeigt, dass die Symptome, die durch den Nocebo-Effekt hervorgerufen werden, aufhören können, wenn man die Menschen über den Nocebo-Effekt aufklärt. Ja, also vorher waren die Menschen traurig, dann hat man sie aufgeklärt und nachher waren sie glücklich. Da hatte die Aufklärung also wirklich einen Effekt. Pass auf, ich habe noch eine 3. Studie für dich, okay? Soll ich dir die auch noch zeigen? Das ist nicht nötig. Nocebo-Effekt. Schon verstanden. Das würde natürlich erklären, warum Menschen in der Nähe von Windrädern Symptome haben. Die beste Erklärung für die Leiden der Menschen in der Nähe von Windkraftanlagen ist der Nocebo-Effekt, dass also psychisch bedingt genau die Symptome bei den Menschen auftreten, die sie erwarten. Und das würde bedeuten, dass solche Seiten wie Vernunftkraft.de mit daran schuld sind, dass es den Menschen schlecht geht. Ja, was Vernunftkraft.de da schreibt, ist alles andere als gut belegt. Eher im Gegenteil. Was da zum Thema Infraschall steht, das sind im Wesentlichen Halbwahrheiten und Falschaussagen. Ja, und deswegen sprechen wir eine Verwarnung aus gegen Vernunftkraft.de wegen unwissenschaftlichem Unfug. Gut, dann sind wir beruhigt. Vielen Dank, Science Cops. Ja, danke. Nicht zu danken. Wir tun das, weil uns Fakten wichtig sind. Wir sind der Schild der Unwissenden. Schild der Unwissenden? Ja, nee, komm, ist klar. Viel Spaß mit der Kunst noch.
Wir können dir versichern, wir haben das alles sehr, sehr ausführlich geprüft. Du kannst dich da echt auf uns verlassen. Mittagessen. Ja, essen wir zusammen. Ganz bestimmt nicht. Wir fangen gerade erst an. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Und trotzdem stehen die Science Cops kurz davor, das neu erlangte Vertrauen direkt wieder zu verspielen. Sie ermitteln zu CBD, einer Substanz, die ihre Chefin Andy... Naja, warum soll ich es verheimlichen? Die Chefin nimmt das Zeug halt auch. Trotz dieses Spoilers lohnt es sich wirklich, die nächste Folge anzuschauen. Denn dort seht ihr die fabulösen Tanzkünste unserer Science Cops. Abonniert diesen Kanal, liked dieses Video und schreibt uns in die Kommentare, in welchem Fall die Science Cops unbedingt tätig werden sollten. Verstanden? Bis zum nächsten Mal bei den Science Cops.